So, heute habe ich ein paar besondere Dinge für euch, und zwar Pikmin 4, Zelda Maker, Triforce Heroes, das und noch vieles mehr sehen wir nach dem Intro. So, wie sich herausgestellt hat, ist Pikmin 4 schon seit ein paar Monaten in Entwicklung und ja, sogar schon fast fertig. Einen aktuellen Trailer habe ich bisher noch nicht gefunden, aber ich denke mal, der wird sich irgendwann jetzt in der nächsten Zeit auffinden lassen. Also da darf man gespannt sein. Vielleicht wird es sogar für die NX, naja, man weiß es noch nicht ganz. So, kommen wir dann zum Zelda Maker. Da tauchen ja auch die ganze Zeit dubiose Bilder auf. Der soll angeblich nächstes Jahr rauskommen. Ich meine, gut, okay, wir haben jetzt, fast Oktober und nächstes Jahr, 2016, soll dann halt direkt schon mal der Zelda Maker rauskommen. Obwohl jetzt erst der Mario Maker rauskommt in ein paar Tagen, also übermorgen, sprich morgen. Okay, gut, da kann man noch gespannt sein. Des Weiteren, Triforce Heroes erscheint im Oktober. Werdet ihr es euch holen? 32 Dungeons gilt es zu erkunden mit drei eurer besten Freunden oder generell einfach nur im Online-Modus. Also, meines Erachtens werde ich es mir definitiv holen. Und naja, eventuell mit zwei weiteren von euch zu Hause werde ich dann die Dungeons kämpfen, den Fluch der Prinzessin aufheben. Schauen wir mal. Dann haben wir noch Pokémon Super Mystery Dungeon. Was sich dort hinter befindet, ob das Spiel so super ist, da habe ich euch ein paar kleine Videos rausgesucht, die sehen wir jetzt. Na, das war doch schon mal cool, oder? Also, meines Erachtens, ich bin eigentlich kein Fushigino Dungeon Fan, aber mich persönlich spricht das Spiel auch schon mal an. Ist auf jeden Fall super. Ich werde gucken, dass ich eine japanische Version organisiert bekomme und dass wir dort auch nochmal ein kleines Snippet im Stream haben oder ein kleiner Let's Play Review. Schauen wir mal, ob das so hinhaut. Des Weiteren ist uns aufgefallen, also mir wurde es in die Hand geschickt von wegen, ja hey, du bist doch voll der Mega Man Fan. Ja, bin ich. Ich bin für alles, was Mega Man zu tun hat, gerne bereit, irgendwas damit zu machen. Und man hat mir gesagt, hey Nero, weißt du was, es kommt ein Mega Man Film raus. Was ich persönlich ziemlich geil finde und naja, es gibt ja schon so den ein oder anderen Fan-Made-Film, den kann man jetzt gerade mal sehen. Finde ich jetzt nicht so cool, was da jetzt gekommen ist, aber okay. Aber man darf gespannt sein auf diesen Mega Man-Film. Und zwar gibt es noch was Neues jetzt gerade mal. Also, by the way, wenn wir schon mal dran sind. The Binding of Isaac, das Afterbirth DLC, erscheint am 30. Oktober und wird erstmal nur für den PC released. Was ich allerdings cool finde, ist, dass das Ganze direkt schon mal an, Halloween rauskommt.
ist die Frage, wollt ihr von mir persönlich ein Isaac Stream an Halloween sehen? Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare. Und das Ganze wird voraussichtlich $10 kosten, also 9 Euro und ein paar Zerdrückte ungefähr. Ja, und dann kann man gucken, wie ich bei Isaac erneut faile. Ja, gut. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich der Beste in Isaac bin, ne? Beziehungsweise eigentlich bin ich der Schlechteste. Aber nichtsdestotrotz, am Freitag erscheint der Mario Maker. Wenn ihr Lust habt, mich arme Sau damit zu quälen, dann kann ich nur sagen, baut Levels, schickt mir eure ID unten in die Kommentarbox, wäre natürlich super. Wobei ich mich da jetzt wieder an meine Zuschauer bedanken muss, die mir die ganzen Spiele zur Verfügung stellen. Zum Beispiel wird demnächst auch noch kommen Star Wars Battlefront. Und natürlich ab dem 2. Oktober haben wir Animal Crossing Happy Home Designer. Ja, das war es dann erstmal von uns. Beziehungsweise von mir. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein, wenn es wieder heißt die Nero News. Also bis dann. So, eine Bitte habe ich euch an euch noch, die ihr da draußen seid. Ich weiß, meine News, die sind halt nicht ganz so informativ wie sonst immer mal wieder, auch wenn ich sie poste. Aber links und rechts findet ihr noch die netten Channels vom netten Cyberdesign hier oben und von der Fujitato hier oben. Dies sind meine Designer. Also Fujitato ist für die ganzen Outlays zuständig, wie zum Beispiel meine Chibis und. Und der nette Cyber, wie gesagt, ist dazu zuständig, dass Sachen wie das Intro laufen. Schaut doch mal bei ihm dort vorbei. Dort findet ihr auch ganz, ganz, ganz günstige Designs. Also, wie gesagt, unterstützt die zwei und lasst einfach einen Daumen nach oben da, abonniert sie und dann würde ich sagen, bis nächste Woche wieder. Haut rein und ciao!